Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen im 63. Part von Twilight Princess HD. Ich glaube, wir bezahlen erstmal die Spesen ab. Also ich hoffe, dass wir dann nicht gleich eine Quest machen müssen. Denn wenn wir das hier haben, müssen wir nämlich eine Quest machen. Fantastisch! Wir haben unser Ziel erreicht! Ja, wir haben eine Legende erschaffen. Du solltest nach Heimgestadt gehen und das mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Sehr schön. So, haben wir das auch mal erledigt? Glaube ich mal, ja. Sehr schön. So, dann holen wir uns die nächsten Käfere. Es fehlt nicht mehr viel. Uns fehlen jetzt aktuell nämlich die Heuschrecken und die Nashornkäfer. Sehr schön. So, die Heuschrecken befinden sich hier vorne auf der Ebene. Eine hier im südlichen Bereich und eine im nordwestlichen. Drin steht nordöstlich, aber ich denke mal, es ist nordwestlich. Dementsprechend machen wir das mal kurz. Die nordwestliche wird mir sehr auf den Sack gehen. Aber gut. Wollte ich nicht. Das ist so dumm, geh, lauf hin. Weil eigentlich ist es nicht sogar richtig rum, so wie es ist. So nach guter alter Dingsmanier. Da oben ist eine Kiste. Ach, wir kriegen noch mehr Briefe. Danke, Scheiße. So, da links die Brücke übrigens, was gerade in der Kamerafahrt zu sehen war, die ist jetzt wieder da. Ich hab Post für dich. Ich hab Maromarkt. Sagt dir das was? Also dann, ab die Post. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Briefe kriegen. Also die würden jetzt nämlich, glaube ich, sagen, dass die Quest losgehen kann. Da war's. Eine echte Seltenheit. Nee. Nee. Dringende Nachricht. Es öffnet. Scheiße. Selma. Das haben wir auch schon. Das. Ah, doch, das ist es. Endlich, Maromarkt, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteuer. Und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot. Die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich dieses einmalige Angebot. Kann man die Quest gar nicht machen. Weil meines Erachtens nach musste man nämlich dem Wagen folgen. Und zwar hier wegen den Viechern. Da musste man den darüber lotsen. Sowieso. Ist gut, dass die da vorne rechts. Lass mich in Ruhe, nervt. So, Heuschrecke, das bist du. Ja, danke. Was ist denn da? Ich würde ja gern kurz einen Prozess damit machen und den Sturmbumerang benutzen, aber so wird das nichts. Nicht, wenn wir 5 Millionen. Zack, zack. So, ihr Mistviecher. Gebt mir Tiere und Keks. Möchtet ihr was? Nö. Gut. So, dann holen wir uns dich da mal. Also. Mist, kann er nehmen. Genau, die bringt einen nämlich. Der Sturmbogen ist nämlich cooler als der Greifhaken. Der bringt einen das Viech nämlich direkt zu einem selbst hin. So, hier vorne links haben wir aber noch eine Truhe. Da müsste sogar, glaube ich, ein Herzteil drin sein. Da müssen wir einmal außen rum klettern. Und um dies tun zu können, brauchen wir die Bomben. Hi. Big Badaboom. Passt. So. Da hoch, da rüber und dann drüben runter und an die Kiste ran.
Geht leider nicht schneller, ist nämlich auch der gewollte Weg. Zack. Was mich immer wieder verwirrt, sind, dass das so Copy-Paste-Ranken sind. Also genau da, wo es helle ist, sind die halt kopiert worden. Und die immer genau gleich aussehen. Finde ich ein bisschen schade, aber ja. Man muss auch irgendwo Einsparten machen. 3, 2, 1. Warte. 3, 2. Ich mach die coole Variante, okay? Ja, man hätte das mit dem Sturmbumerang machen können. Nein, ich mach die coole Variante. So, lass uns mal geklärt haben hier. Ich weiß gar nicht, ob da oben überhaupt ein Geist oder sowas gewesen wäre. Ist aber auch relativ egal. Schnabulieren uns die Kiste und dann ist gut. Ein Herzteil. Wie erwartet. Achso, der Weg führt nur runter, wenn man da runterfällt. Gott, weil ich so, hä, was ist das denn für ein Weg? Ich hab noch nie gesehen. Ich bin noch nie runtergefallen. So, da vorne links irgendwo bei dem Hügel in der Nähe. Wahrscheinlich dahinter oder sowas in der Richtung. Da müsste dann das zweite Tierchen sein. Dann haben wir die nämlich auch. Und dann muss ich mal gucken, weil da steht gerade meine Konsole drauf, mein Handheld, hier mein Gamepad. Wo ich dann als nächstes hin muss, muss ich ja mal lesen. Double Kill. Irgendwo hier vielleicht? Vielleicht? Das Wasser ist nicht so gut. Da sind die Heuschrecken eher nicht so unterwegs. Ah, da vorne. Ich sehe es. Weiß noch genau, wo es ist. Ich sehe es gerade. Geh genau drauf zu. Getroffen. Genau das, was ich wollte. So, Heuschrecke weiblich. Sehr schön. So, mal ganz kurz. Ich muss mal wieder euch hier wegschieben. Faerûn! In dem Teil der Hyrule-Ebene, der zu Faerûn gehört, sitzt der männliche Nashornkäfer in einem der Bäume. Der weibliche befindet sich ganz im Westen des zu Faerûn gehörenden Teils, also im Osten. Und zwar auf einem Baumstumpf. Ach, das sind die beiden. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Hm. So, das hier ist Faerûn und das ist die Faerûn-Ebene. Und da kommen wir von hier aus am einfachsten hin. Einfach nur nördlich durchlatschen. Das war da, wo wir unsere Reise quasi angefangen haben. Kann's sein? Der Part geht gerade mal echt 8 Minuten. Ey, sorry, aber das kommt mir gerade so vor, als wären das jetzt schon 12 oder 15. Das ist voll weird. Das will ich nicht lesen. So. Ja, und das ist heute der dritte Part, den ich aufnehme. Danach reicht's erstmal. Ich möchte nämlich noch ein anderes Spiel aufnehmen. Einfach nur so ein... Es ist ein Let's Fun Part mit Spoilern, aber es ist cool. Also das Spiel ist sehr geil. Das kann man nicht anders sagen. Das habe ich jetzt auf meiner Seminarfahrt ganz oft am Abend gespielt, weil es übelst geil war. So, an einem der Bäume hier, glaube ich. Ach, Mann. In der Mitte ungefähr auch. In der Mitte in dem Kreis müsste irgendwo an einem Baum was sein und irgendwo links, glaube ich. Da vorne? Habe ich da gerade was gesehen? Da, an dem Baum. Je nachdem, welcher das jetzt ist, muss ich gleich nochmal nachlesen. Das ist der männliche. Das sieht man an der Farbe. Der ist nämlich grüner. Ganz im Westen. Also im Osten. Das war auf einem Baumstumpf. Auf einem hohen Grat. Baumstumpf? Baumstamm? Das Bild ist sowas von Baumstamm. So, aber ganz im Osten leider. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Und das ist dann auch der letzte Käfer, der uns fehlt. Und zwar hier oben links müsste der sein.
Das ist, glaube ich, die östliche. Irgendwo bei der Insel obendrauf. Ziemlich sicher. Doch auf dem Teil. Immer, das wäre hier in der Mitte. Dann ist es da außen. Aber das ist doch nicht umgekehrt und ich bin schon wieder blöd. Es war irgendwo oben. So viel weiß ich. Ah, da. Okay, es ist doch so. Also Osten ist Westen, Westen ist Osten. Es ist wirklich die gespiegelte Variante von der Wii-Version. Deswegen hier der Text, ich lese es ja immer vor. Der Text sagt ja eindeutig, ja, es ist Osten, es ist Westen, bla bla. Aber hier ist es halt umgekehrt, weil es halt die Wii U-Variante ist, die gespiegelt zur, also quasi die GameCube-Variante darstellt. Ach, nehmen wir. Da nehmen wir. Vielen Dank, das ist der letzte Käfer, der uns noch fehlt. So, schauen wir mal kurz nach. Und wir haben alle. Perfekt. Sehr schön. Genauso möchte ich das doch auch haben. So, dann machen wir Magneta glücklich. Und kassieren die nächste Geldbörse. So, was machen wir im Anschluss? Alle Statuen haben wir schon gefunden. Die Drillhöhle. Upgrades. Upgrades! Machen wir mal Upgrades, bevor wir uns den nervigen Geistern widmen. Ich glaube, die Geisterfolge möchte ich gerne noch etwas weiter nach hinten schieben. Und ich denke, das ist im Interesse aller. Okay, kein Postmann. Wir können mal kurz gucken, wie teuer die Magierüstung ist. Gegebenenfalls werden wir die nämlich jetzt von Agneta bezahlen lassen. Weil wir kriegen sau viel Cash von Agneta jetzt nochmal. Wir haben, glaube ich, die Hälfte aller Insekten gerade mal abgegeben. Und ihr dürft nicht vergessen, pro Paar kriegen wir einen 50er. Also da ist echt noch viel Cash drin. Ah, davon ist eine Band. Wusste ich auch gar nicht. So, irgendwo hier unten war der Maromarkt, ne? Ja, hier. Maromarkt ist da. Okay, gut, also gibt es keine Nebenquests mehr. So, also, wir dürfen jetzt auch einfach rein. Der Typ hat jetzt keinen Hass mehr gegen unsere dreckigen Schuhe. Und ihr seht, der Maromarkt sieht nochmal ganz, ganz anders aus. Und das ist jetzt nämlich das Problem. Und das ist das, was ich euch nämlich gezeigt hatte. Es ist alles weg. Die ganzen Breath of the Wild-Anspielungen sind jetzt weg. Deswegen habe ich gesagt, Leute, ne? Der hat einen Stempel. Ne, wo? Warte mal. Ich kann nicht ranzoomen. Sehr. Ich bin mir unsicher. Ich glaube aber nicht, dass das eine Anspielung ist. Wir sind jetzt nämlich auf jeden Fall alle weg. So. Kauf's dir, wenn du was willst, dann kauf's dir. Herzlich willkommen im Maromarkt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Maromarkt, der Kleinpreisheld. Der Freund des einfachen Helden. Kauf was, kauf was, kauf was. Ich find's cool, wie er rumdanzt. So, 100. 598 Rubine. 598, die kriegen wir locker zusammen. Und den Stempel können wir uns dann auch noch snacken. Also 698, quasi 700. So, und ja, die dancen hier überall alle rum. Ja, keine Ahnung. Wir sind irgendwie voll durch alle. Aber so kommt das halt, wenn ein Kind Geschäftsführung macht. Ein sehr erwachsenes Kind mit tiefer Stimme, aber es ist ein Kind. Never mind. So, dann gehen wir uns mal Cash holen. Meine Damen und Herren, wir haben ganz viel, was wir jetzt holen werden. Und wir kriegen zum krönenden Abschluss nochmal eine Geldbörse optimal. Das nenne ich doch mal super. Ja, der Typ, der ist immer noch irgendwie weird. Aber ich mag sie, sie ist nett. Und Insekten sind jetzt nicht so dramatisch. Von daher, guter Charakter. Gibt ein Like. Sie ist, glaube ich, auch ein Charakter, der bei Hyrule Warriors mitspielt, oder? Ah, kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Guck mal, wir holen uns jetzt richtig dick Cash. Aber du Ameise weiblich, bist du es wirklich? Oh. Die Ameise sieht fast aus wie der wie Mohn. Da muss man aufpassen, dass man niemanden Kuchen damit stellt. So, ja, ich kenne dich schon. Glückteil 100.
kriegen einen 100er pro Ding. Alter, wir haben sowas von... Wir haben so easy ausgesorgt. Und ich muss vorher in den Shop gehen, weil wir die Geldbörse erst zum Schluss kriegen. Scheiße. So, ich lese immer nur, wie gesagt, einen Teil vor, weil bei beiden das gleiche ist, ne? Ah, Eintagsfliege, bist du es wirklich? Ach, die Eintagsfliege. Ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. So wie für jedes normale Insekt und ein 100er für jedes Pärchen. Also 150 pro Paar. Stempel von Agneta! Hey! So. Zack. So, wir cashen jetzt erstmal um die 700 Rubine circa ein. Ach ja. Ich wusste übrigens nicht, dass es zwischendurch noch Stempel gibt. Aber gut, man lernt nie aus. So. Oh, scheiße. Jetzt habe ich... Kacke! Ich wusste nicht, dass es so schnell wegzudrücken geht. Kacki! Ach, das tut mir leid. Wir haben ja noch mal einen. Alles gut. Wir haben noch eins. So. Der Nashornkäfer, wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Was? Und ein Honey. So. Noch mehr Cash. War schon 500 Dinger. Ey, es ist so easy, Geld mit ihr zu machen. Die Gottesanbeterin tut immer so fromm, ist aber in Wirklichkeit bewaffnet bis an die Zähne. So 700 habe ich ja gesagt, ne? Also jetzt noch das Pärchen vollenden. Und ich mache dann Schmetterling-Pärchen auch noch voll, weil dann kriege ich auch nochmal einen Honey. So. Und dann haben wir genug, um uns den Stempel und die Rüstung gleichzeitig zu holen. Dann haben wir nämlich 760. So, was gebe ich dafür? Elegant und zart und blablabla. Zack, und ein Honey. Wo hat die überhaupt so viel Cash her? Die ist so übertrieben reich, Mann. Prinzessin trifft sie halt echt gut, weil irgendwie... Ach, ich weiß, du hast noch welche. Wusste gar nicht, dass sie einem das so creepy hinterher sagt. Oh, kranke Scheiße. Gut, dass wir das mal gesehen haben. Ich habe halt eigentlich immer die Insekten dann alle mit einmal gesammelt und dann alle bei ihr abgegeben und dann war gut. Aber jetzt muss ich ja ein bisschen planen. Weil ich will ja nicht zu viel Cash haben. Wir haben ja nur 1000er als... Echt? Wir haben ja nur 1000er als Spielbereich. So, was sagst du jetzt eigentlich? Ja, reinspaziert, reinspaziert. Die Kleinpreishelden vom Maromark, bekannt in Highwoodstadt für ihren legendären Preis. Reinspaziert, reinspaziert. Schau dir unsere erstklassigen Ware in aller Ruhe an. Ja, vorher war er mal voll penibel und... Ach Gott, dreckige Schuhe. Ih, du bist eklig. Verpiss dich. Ich finde sein Dancen voll geil. Also nicht das, sondern... Moment. Das hier. Ich finde das voll cool. So, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Rabatt funktioniert. So. Die letzte Magierrüstung, die wir noch auf Lager hatten. Du erhältst die Magierrüstung. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff. Verlierst aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magierrüstung ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Übelst geil. Aber werde ich auch wieder nicht so wirklich benutzen. So, nur 100 Tacken. Das kann ich... Sind die billiger als bei Burns? Ich weiß es gar nicht. Oh nein, ich wollte den Stempel... Danke. So, den hätte ich auch gerne. Das war unser letzter. Stempel Maromarkt erhalten. So, und jetzt haben wir halt billig Pfeile zum Beispiel noch da. Und blaues Elixier kann man hier auch kaufen. Quasi was blaues Schleimgelee ist, was wir ja schon geholt haben. Ja. Mit der Flasche musst du in das Teilchen auf.
lang. Wenn es ein bisschen Flasche. Was? Am besten angeln. Ach, man kriegt die vierte durch Angeln. Das wusste ich ja auch überhaupt nicht mehr. Oh, die müssen wir uns beim nächsten Mal angeln. Oh, die hätte ich schon so lange kriegen können. Ach du Scheiße. Okay, aber das muss man an einem bestimmten Punkt machen. Ich wusste nicht mehr. Ist halt allgemein nicht mehr. Wenn man die überhaupt so kriegt. Von daher. Was bist du denn hier für eine Gestalt? Der Typ mit dem Propellerhelm. So, und jetzt bezahlen wir uns. Ich meine, jetzt schenken wir ihr ihre wundervollen kleinen Lieblinge weiter. So. Machen wir mal hier alles voll. Jetzt habe ich ja auch genug Platz im Geldbeutel. Aber du, der Hirschkäfer, bist du es wirklich? Ach, der Hirschkäfer, mit seinem Geweih fühlt man sich sicher wie der König der Käfer. Fobi. So. Ein Huni bitte. Zack. Huni. Noch die Insekten. Okay. Also jetzt kriegen wir wirklich erst zum Ende was. Zack. Aber Heuschrecke, bist du es wirklich? Oh, wenn ich die Heuschrecke sehe, wird mir immer ganz grün ums Herz. Was zur Hölle? Und ein Wubi. So. Zack. Heuschrecke. Männlich. Zack. Und Noni. So, und einmal 150 fehlen noch. Und dann sind wir fertig. Haben wir die Sidequest komplett erledigt. Die erste Sammel-Sidequest. Es gibt ja noch ein paar mehr. Die Gespensterschrecke, ob wir nicht eine Schleife in dieses Langfühler machen sollen? Die wird sich freuen. So, letztes Insekt. Let's go. So. Danke, danke. Ich bin so glücklich. Unglaublich. Damit haben es jetzt alle geschafft, hier zu erscheinen. Alle haben sich zu Paaren zusammengefunden und wirklich sie. Und wirken sie nicht alle unglaublich glücklich? Ach, du hast so viel für uns getan. Deine Heldentaten werden immer insektenreich und vergesslich bleiben. Nun, zum Dank sollst du dieses Geschenk in Empfang nehmen. Die Maxi-Geldbörse. Du erhältst die Maxi-Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 2000 Rubine aufbewahren. Komm jederzeit her, wenn du die Insekten treffen willst. Und jetzt gucken wir uns mal gleich nochmal, also ignoriert das mal kurz. Ich gehe jetzt raus und rein und dann sind alle Insekten da und dann gucken wir uns das mal nochmal kurz an. Das sieht schon ziemlich cool aus, wenn da alle sind. Ah, stimmt, es ist Nacht. Ich habe gerade gedacht, hä? Wieso ist es so ruhig? Stimmt, es ist Nacht inzwischen, deswegen. Das sieht schon cool aus, wenn so viele Insekten rumgeistern. Auf dem Boden hier so ein paar Kellerasseln und so, Heuschrecken, ein Hirschkäfer hier an der Wand, der ein bisschen in der Luft steht, aber egal. Hier oben sind noch mehr Insekten, das ist schon ziemlich cool. Also schlafen würde ich hier nicht, weil ich glaube, in der Nacht futter ich versehentlich alle auf, das wäre doof. Aber das ist schon ziemlich cool, so auch mit dem Baum in der Mitte und so. Sieht schon echt geil aus. Ja, für alle, die Insektenphobie haben, nicht, ich weiß und so weiter und so fort. Trotzdem sieht's cool aus. Tschüssi. So, das war's damit. So, wo muss ich jetzt genau angeln? Bei Koro, dem Lampenölhändler im Wald von Throne. So, für 100 Rubine kaufen. Für die dritte Flasche musst du zu Senas Teich und auf der Westseite der kleinen Brücke im Westen angeln. Senas Teich. Auf der Westseite. Ach! Ja, na klar! Oh, wie konnte ich die Flasche vergessen, ich Idiot! Oh, Moment, warte mal, ich brauche ein paar Herzen. Spitze, er hat mit uns gesprochen! Danke.
Oh, wie konnte ich die Flasche denn vergessen? Oh, ich bin so blöd. Die ist, wie kann ich die denn vergessen, ich Idiot? Oh Mann. Fluss Oberlauf? Zora-Höhle, Fluss Oberlauf war das, ne? Oh, ich bin so bekloppt, ey. Das kann doch nicht angehen. Bin ich blöd. Wir versuchen das mal noch kurz ein bisschen. Zweimal oder so. So, und zwar brauchen wir eine Angel. Wo ist denn der Kram hier? Wir müssen hier rein. Können wir jederzeit hier rein? Ja, können wir. Gut. Der Teich hat also immer offen. So, das ist die Schwester von der Dame mit dem Boot. Mit dem Boot-Challenge-Teil, was wir schon mal hatten. Da oben ist ein Herzteil übrigens, sehe ich gerade. Und wir müssen ein Boot chartern, um da hinzukommen. So, und da im Osten, genau da drüben ist die Brücke. So. Hier, der Teich hat übrigens auch verschiedene Jahreszeiten. Also ich weiß nicht, ob wir mal das Angelbuch vollständig haben wollen. Wäre, glaube ich, ein sehr langweiliges Ding, das zu machen. So, wir müssen aber hier drin angeln. Und hier drin kriegt man dann irgendwann nämlich die Flasche. Das war zu früh. Und hier gibt es halt alle Arten von Fischen. Ich glaube, mit ein oder zwei Ausnahmen gibt es hier alle Arten von Fischen. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist sogar RNG, wann hier die Flasche kommt. Man sieht da schon ganz viele verschiedene Fische. Es sind mindestens drei oder vier Arten. Ach man. Do it. Do it. Do it. Ich weiß halt vor allen Dingen immer noch nicht, ob wann man eigentlich ziehen muss. Jetzt. Ich rate eigentlich immer nur. Wenigstens. Ja, wir haben sie. Sehr schön. So, die eine leere Flasche. Sehr schön. Umweltschutz. Die behalten wir. So, das war auch alles, was wir hier brauchen. Hier in der Mitte ist noch ein Herzteil. Dann müssen wir halt erst ein Boot chartern für. Um das zu kriegen. Hier ist halt nichts weiter. Irgendwo hier vorne, glaube ich, war das. In dem Bereich, so circa. Bis nach da vorne irgendwo. Kann man einen Köder finden. Dieser Köder ist illegal. Sorgt aber dafür, dass jeder Fisch sofort anbeißt. Der ist aber illegal. Also man wird... Die Fischfangsachen werden nicht anerkannt, wenn man diesen Köder benutzt hat. Es gibt... Ich glaube, es gibt sogar irgendwas, was man machen muss, damit man... Ja, aber trotzdem mal hier runtertauchen. Oh. Ist ja gar nicht so tief, wie ich dachte. Irgendwo hier müsste man, glaube ich, angeln und dann kriegt man den Köder. Und der ist halt, wie gesagt, illegal und den darf man halt nicht benutzen. Ansonsten werden halt die Fischfänge nicht anerkannt. Und die Olle kriegt das auch mit, selbst wenn man alleine im Boot fährt. Selbst dann weiß sie, wann man diesen Köder benutzt hat. Was halt, ja, eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, aber ja, ist egal. So, Herzteil. Man muss also doch nicht zwingend das Boot benutzen, das ist gut zu wissen. So, ich weiß gar nicht, ich dachte eigentlich, man kann hier so ein paar Fische sehen und die mal ein bisschen beobachten. Also. Hier hinten ist auch nochmal ein bisschen nichts und so, von daher, ja. Was hier hinten? Weiß ich nicht. Irgendwo auf jeden Fall. Da muss man halt angeln. Dann kriegt man halt diesen Ultra-Special-Köder. Und mit dem darf man halt aber an sich nicht angeln. Das ist eher so für... mal gezeigt. So. Nach dem Motto.
Wenn man wirklich einfach nur zeigen will, dass es den gibt und so, dann... Achso, übrigens hier die Rüstung. Ihr seht, man verbraucht konstant Rubine. Wenn man getroffen wird, verbraucht man sogar noch mehr. Und deswegen ziehen wir die jetzt auch wieder aus. Aber die ist cool. Also hier nochmal kurz hier zum Anschauen. Die ist schon ziemlich geil. Ist auch dieselbe Rüstung, die... Ach, seht ihr dann. Weil die verbraucht halt konstant Rubine, das ist ziemlich kacke. So, und hier haben wir ein Fischhaus und das machen wir im nächsten Part. Da drin gibt es nämlich ein Minigame, was wir zweimal gewinnen müssen. Oder dreimal. Für ein Herzteil. Und ja. Wir machen jetzt immer so parallel Herzteile und Geisterseelen. Und deswegen, ja, mal gucken. Irgendwann mal so lang hin. Irgendwann haben wir alle Collectibles. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpasst, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Übrigens, da ist jetzt die Flasche. Bis dahin, peace out, euer Kunstplay. Ciao.